Hallo, liebe Leute, und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Shiny Gold Sigma, dem Hack zu Pokémon Feuerrot und Blattgrün hier für die Johto-Region. Ja, heute ist zumindest so der dritte Part mit am Start und ich habe natürlich hier quasi offscreen mal ein bisschen mit trainiert. Ich habe auch quasi vorher schon mal eine kleine Entwicklungsserie mit eingebaut, wie sich natürlich dann Surprise sich dann in diesem Fall mit entwickelt hat. Ja, alles sind natürlich jetzt auf Level 7 und Surprise wird natürlich dann später ein paar Pidella mit werden. Wobei ich natürlich mit sagen muss, Pudox wäre mir an sich ein bisschen besser mit gewesen, aber gut, was soll's, muss man eben jetzt damit durchkommen. So, wie gesagt, alle sind ja auf Level 7, kommen wir natürlich erstmal hier zu Cini, die natürlich, man muss es leider sagen, hier mit den DV-Werten mal absolut Krütze ist. Tja, gut, muss man eben damit durch. Neben Tackle hat sie quasi noch Ruxukip noch mit erlernt und Like a Boss, muss ich mal gucken, hat hier natürlich noch Sandwurm noch mit erlernt. So, Schnappi habe ich jetzt nicht großartig mit trainiert, weil ist ja nicht notwendig gewesen. Und dann haben wir quasi noch hier, ja, unser Surprise, was natürlich dann, wie gesagt, dann zu ein paar Pavillon mit werden wird. Und gut, hat natürlich dann eben auch standardmäßig noch Härte noch miterlernt. Das ist ja quasi so das Standard-Moveset für jedes Kokor-Pokémon. Und ja, gut, wir machen uns natürlich quasi heute auf, um halt eben die ersten Trainerkämpfe mit zu bestreiten und dann in diesem Fall auch ja, weiter mit voranzukommen, je nachdem, wie wir es halt eben gerne mit wollen. Fangen wir natürlich aber erst einmal damit an, dass wir erstmal hier noch ein paar weitere Beeren mit einsammeln. Ich glaube, ich gehe auch noch gleich mal hier zur Region von Mr. Pokémon. Weil... schade, da ist natürlich nichts drin. Fand ich natürlich jetzt nicht so Bombe, aber gut, was soll's. Das ist natürlich dann auch rein zufällig, ob quasi dann dort eine Beere mit drin ist oder vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, wir haben quasi so die große Ehre, dann in diesem Fall... ja, hier... voranzustreiten und dann natürlich quasi hier unseren Spaß mit zu betreiben. So, in dem Sinne, gut, die ersten Trainerkämpfe stehen natürlich mit an und ich würde mal sagen, ich nehme mal das Item von Schnappi mal mit runter und gebe das mal Cini mit, damit ich natürlich gleich immer hier das doppelte Preisgeld natürlich mitbekomme, weil was wir haben, haben wir natürlich und warum eigentlich nicht. So schön den Leuten einfach mal das doppelte Preisgeld einfach mal mit rauszwiebeln, einfach was gerade alles da ist. So, da wollen wir natürlich mal gucken. Unser Youngster Joey. Ja, der natürlich immer mit seinen Radfratz mitkommt und... das ist kein Radfratz, was ich hier sehe. Schade, ich dachte, ich sehe jetzt mal so ein episches Battle Radfratz gegen Radfratz, aber nö, ist nicht. Okay, gut, dann machen wir das einfach mal ein bisschen anders. Spearow wiederum gibt natürlich dann in diesem Fall aber auch sehr viele Angriffs-EVs. Also, wenn man das mal hochrechnet. Und deswegen würde ich erstmal sagen, schicken wir erstmal das wieder auf minus 2 Defense, damit natürlich dann Cini dann in diesem Fall dann auch hier wunderbar mit angreifen kann. Zum Glück sind natürlich hier die Verteidigungswerte von Cini natürlich dann weitaus besser. Und Tackle wiederum geht natürlich ja dann in diesem Fall ja, mit 40 Schaden und aber dann dafür mit 100 Genauigkeit ja dann schon mal etwas Gutes mit her. Sonst war es ja noch bis zur vierten Spielegeneration so, dass er quasi Tackle nur eine Stärke von 35 und eine Genauigkeit von, ich glaube, noch 95 mit hatte. Erst ab der fünften wurde das ja dann massiv angehoben, dass es ja dann 50 Stärke, 100 Genauigkeit mit hat. Hm, gut, kann man natürlich jetzt sehen, wie man will. Wir können es auch in diesem Fall einfach mal so mit belassen und dann einfach mal hier unseren Spaß mit haben. Mehr oder weniger. So, Kid Mikey. Achso, warte mal, der hat das Radfatz. Hm, haben die etwa hier die jeweiligen Pokémon etwa vertauscht? Wer weiß. Gut, jetzt kommt natürlich das epische Battle. Radfatz gegen Radfatz. Wir gehen vertabled. Und das Vieh outspeedet mich. Und, na gut, wenn ich natürlich jetzt hier auch hier Feuerboost mit hätte, dann wären natürlich dann in diesem Fall dann die jeweiligen... puh, ja, die jeweiligen Feuerattacken dann weiter stärker.
Ich könnte jetzt zwar jetzt nochmal für einen Quick Attack gehen, aber das Vieh outspeedet mich ja. Also wenn das jetzt für einen Quick Attack mitgehen würde, dann wäre jetzt hier Schicht im Schacht. Deswegen, nee, das tue ich mir nicht an. Ich wechsle lieber aus zu Lage Boss. Da kommt der Quick Attack. Ich habe es schon gedanklich gesehen, sage ich mal, schon mit Predicted. Hätte vielleicht auch ein Tackle mit sein können, dann hätte ich das natürlich noch mit outspeedet, aber ich mach's lieber anders. Ja, und jetzt sieht man natürlich einen Lage Boss mit einem mäßigen Wesen. Die Trainer setzen auch hier Heil-Items mit ein. Puh, okay. Ich meine, ich bin jetzt nicht abgeneigt, auch so etwas mit zu sehen. Zwei Sohne. So, aber ich weiß zumindest schon mal eins, der Lucky Boss kann ich jetzt auch nicht mehr hier drin lassen, weil das fällt aus. Jetzt muss ich allerdings noch ein drittes Pokémon noch mit reinchecken. Nur um das allererste Pokémon dieses Trainers zu besiegen. Das wird ja ein feiner Spaß werden, der mir hier um die Ohren fliegt. Gut, Tackle, los geht's. Ein Kokon mit dem Tackle, da kannst du dann mal sehen, was das Vieh da drauf hat. Bams und tschüss. Jeder kriegt wenigstens noch 28 Erfahrungspunkte. Und dann Taubsi. Ja, das kann in der Regel eigentlich auch nur Tackle, wollte ich zumindest sagen. Warum kann das eigentlich Silberblick? Mein Taubsi, also Lucky Boss kann keinen Silberblick und das wie kann es natürlich. Puh. Komm schon, vergiften. Da bin ich wenigstens auf der sicheren Seite. Jawohl. Jetzt können wir mal schön hier den Timer hier nach unten zählen lassen. Ich könnte natürlich jetzt so ein übelster Arsch sein und jetzt einfach mal nur auf Härter gehen und quasi dann in diesem Fall hier ja, das Ganze mit auszustoren, aber ich möchte ja wenigstens noch einmal Fadenschuss mit rausfeuern. Wenn natürlich die 5% Misschance jetzt nicht mit getriggert werden. Gut, ich wechsle jetzt aus. Und da ich natürlich jetzt nicht so viel Auswahl habe, bleibt natürlich jetzt noch ein Schnappi mit übrig. Straight rein und dann muss ich auch danach unbedingt ja, die ganzen Pokémon erstmal wieder alle heilen. Ach, naja, gut, was soll's. Nimmst du einfach alles mit. Was tut man nicht alles? War sogar ein Quiz. Also ich meine, ein normaler Kratzer hätte ja an sich auch schon mit ausgereicht und die Vergiftung hätte da den Rest mit erledigt. Aber hey, komm, Kritz ist Kritz, nehme ich ja lieben gerne mit. Das waren schon mal die ersten beiden Trainer und die haben schon so etwas drauf. Hallöchen, du. Das wird natürlich ein feiner Spaß werden, der dir dann hier um die Ohren fliegt. Na gut, dann heilen wir erstmal wieder unsere Pokémon und das kostet natürlich rein gar nichts. Da muss ich natürlich an ihm jetzt so an dieses schöne Liedchen denken von Suisho Maru, der natürlich quasi ein tolles Liedchen dazu mit rausgebracht hat. wenn ich das mal wiederfinde, werde ich das mal unten hier in der, ja, in der Videobeschreibung mit hinein verlinken. Als ich dieses Liedchen dort mit gehört habe, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, das ging gar nicht. Und ich kenne zwar jetzt nicht mehr so ganz genau den Text, aber ich wollte das auch jetzt nicht so mit vortrellern, weil das wäre jetzt ein bisschen blöd vom Klang her mit gewesen. Zum einen, weil ich quasi den Text nicht mal ganz genau kenne und zum anderen, meine Gesangslagen sind quasi in drei Formeln quasi sehr prädestiniert. Laut, schrill und absolut daneben. So. Schade eigentlich, dass ich jetzt hier noch keine richtige Flugattacke gegen diesen Käfertrainer mit habe, aber ich denke mal, Lucky Boss kann eigentlich hier sehr gut mit trainiert werden. Das kann ich natürlich dann in diesem Fall dann somit gut auffassen. Und ich hatte schon mal nachgeguckt, so auf Level 9 lernt er dann in diesem Fall dann Lucky Boss, also quasi aka Taubsi, dann auch, ja, der Flugattacke, was natürlich dann in diesem Fall dann Windstoß mit ist, rein speziell offensiv und dann natürlich Lucky Boss ja auch mit einem sehr hohen Spezialangriffswesen und natürlich auch mit dem mäßigen Wesen, deine gute Ecke kommt, ist es eigentlich perfekt. Das Taubsi kreditet mich erstmal, soweit kommt's doch.
So, was ich natürlich jetzt hier, ich sag mal, ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass du immer wieder noch einen zusätzlichen Zeiteffekt noch mit am Start hast, wenn quasi noch ein Wettereffekt noch mit eintritt. Das wurde ja dann in der 5. dann weiter besser mit gestaltet. Wenn halt eben da dort ein Wettereffekt mit da war, dann hast du es dann auf dem zweiten Bildschirm mit gesehen. Sei das jetzt im Hagel, Regen, Schnee oder Sonnenschein oder auch im Sandsturm. Aber das wurde dir dann quasi nicht als Text damit angezeigt, wie es hagelt oder es regnet oder es schneit. Oder beziehungsweise es regnet weiter oder es scheint weiter die Sonne oder wie es der Teufel reizt. Also das, na, muss da nicht unbedingt so sein. So, ein Feberack. Wurde natürlich erstmal schön mit weggekrittet, läuft an sich. Ah ja, gut. Es greift natürlich dann eben nicht an, das ist halt dann so mein Vorteil schlechthin. Da kann ich ja quasi dann Like a Boss ja, mit diesem Kampf hier wunderbar mit beenden lassen. Und Like a Boss hat natürlich erstmal noch eine kleine... Schade, noch kein Level Up. Schade. Ja komm, machen wir es mal hier noch so einen kleinen Random-Kampf. Ich möchte wenigstens Like a Boss hier noch auf ein Level 9 noch mitbringen. Damit ich dann in diesem Fall, Windstoß noch mit erlernen lasse und dann hätten wir natürlich schon mehr oder weniger alles mit erreicht. Wir machen das am besten gleich so und diesen Kampf wiederum wird Cindy beenden. Damit quasi Cindy ebenfalls noch ein paar im EVs noch mitbekommen tut. Da, 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 da. So. So, ich speede das mal ein bisschen vor, weil ich habe quasi jetzt nicht so Bock dazu, das jetzt hier noch das länger mit zu sehen. Gut, auf jeden Fall Windstoß für Like a Boss ist natürlich sehr nice. Setzen wir das mal gleich hier straight an der ersten Stelle. Und bevor ich natürlich quasi jetzt hier auch zur nächsten Route mitmache, möchte ich doch lieber erstmal noch mal schnell die Pokémon heilen. Weil sonst möchte ich natürlich jetzt zwei Heil-Items mit einsetzen und darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so das Bedürfnis dazu. Also deswegen speed ich auch mal jetzt mal ein bisschen mehr durch. Natürlich ist natürlich dann auch die Sache beim Speeden, dass du halt eben dann ja ein bisschen verspätet darauf reagieren tust, wo du dich natürlich dann quasi mit aufhalten tust. Was natürlich dann eben die Folge hat, dass du dann nicht ganz genau reagieren kannst, wo du dich eigentlich mit befindest, aber hey, was soll's. Ist einfach so. Gut. Route 31 und es regnet. Auch gut. Da wollen wir mal sehen. Route 31. Was für ein Routen-Pokémon kommt jetzt zum Vorschein? Nein, kein Radfratz. Bitte kein Radfratz. Sondern bitte irgendwas anderes. Irgendetwas, was ich quasi noch nicht habe. Danke. Na gut, jetzt auch nicht gerade so besser, aber... Okay, nimmst du mit. Wollen wir mal sehen. Hält's quasi einen Windstoß? Ja, hält's eigentlich wunderbar aus. Kommt das mal noch sehr gut mit dem Heuler, finde ich eigentlich richtig nice. Dann würde ich mal sagen, setze ich ja quasi noch einen Tackle noch mit ein. Und ich habe quasi dann auch schon mal den guten Namen für dieses Hoothoot. Was dann später auch ein Noctum mit wird. Es sei denn, ich lasse es quasi zuvor irgendwie drauf gehen. Hoffen wir nicht. Dann habe ich eigentlich schon den perfekten Namen für dieses Vieh. Es war jetzt auch wieder Normalflug. Ah, gut, was soll's. Aber hey, nimm es einfach mit. So, dann wollen wir natürlich mal sehen. Wir nennen diese Nocturne. Muss ich erstmal gucken, wie genau schreibe ich das jetzt? So, Nocturne. Weil das kann natürlich dann auch später dann richtig fies werden. So, wollen wir sehen. Ebenfalls mäßiges Wesen. Hallöchen. Und 31er DV auf Defensive. Währenddessen der Spezialangriff in Sachen der DV-Werte natürlich nicht gerade glänzen tut. Das ist der schlechteste Wert neben HP. Okay, nimm's einfach mit. Gut,
Aber hey, später kannst du natürlich dann richtig reinhauen. Was haben wir hier? Cool, noch ein kleiner Bereich, aber gut, da brauchst du natürlich erst einmal jemanden mit Kraxler. Gehen wir noch in die Fensterhöhle noch mit hinein, um quasi dort noch ein Pokémon mit zu finden. Gut, der Sichtbereich ist natürlich stark eingegrenzt. Ich möchte hier lediglich einen Kleinstein haben. Bitte einen Kleinstein. Das ist kein Kleinstein. Warum möchte ich eigentlich auch unbedingt einen Kleinstein haben? Nun, aus dem folgenden Grund. In der ersten Arena werden wir natürlich gegen Arenaleiter Falk mit seinen Flug-Pokémon mit antreten. Und ich finde, es wäre da eigentlich ja das Beste schlechthin mit gewesen, wenn wir dann in diesem Fall einen Kleinstein mit hätten, weil diese wiederum kann ja dann mit der Flugarena dann ordentlich aufräumen. Gut, dann wird es dann eben ein Zubat werden. Und ich meine, wenn wir das quasi mit sehr viel Zuneigung trainieren, dann wird es eben dann ja zu einem X-Bad mit werden. Aber das wird natürlich dann auch so etwas Feines werden. Und dann natürlich auch nur mit Blutsauger. Really? Nur mit Blutsauger? Ein Move, der nur 20 Stärke hat und erst ab der 7. Spielegeneration mal geboostet wurde. Na, das wird ja ein schöner Mist, das Vieh zu trainieren. Na gut. Dann nehmen wir aber natürlich ja dann in diesem Fall noch den passenden Namen. Und ich wähle quasi immer so die Standardnamen schlechthin. Wenn es quasi hier ein männliches Zubat ist, dann nenne ich es immer Dracula. Wenn es quasi weiblich ist, nenne ich es quasi immer Morgana. Dann wollen wir uns mal Morgana mal wieder anschauen. Vielleicht sogar auch noch ein Item. So. Ebenfalls noch eine Chesterberry. Okay, was war das gleich schon mal? War das nicht diese Beere, die dann hier die Vergiftung heimtut? Ich glaube ja. Auf jeden Fall rasches Wesen. Spezialangriff plus, Spezialdefensive minus mit Infiltrator. Okay. Also Schilde kann man aufsetzen, ist mir vollkommen egal, aber hey. 31er DV in Sachen Geschwindigkeit. Sehr gut. Sehr gut. So, Leech Life. 80er Stärke! Man hat also doch den geboosteten Leech-Life hier mit reingenommen. Oh, das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Das ist dann eine Hausnummer. Aber ganz ehrlich, ein Kleinstein wäre mir zumindest für die erste Arena dann durchaus viel lieber gewesen. Muss ich sagen. Okay. Gut, kann man quasi mit auffassen. So, jetzt will ich natürlich erstmal gucken, war hier diese Chesterberry hier dafür tätig? Nee. Zwecks Aufwecken. Okay, gut. Dann habe ich mich ja quasi mit geirrt. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir noch diesen Trainer noch mit Platz. Dann sind wir quasi ja schon in der Stadt in Viola City. Und dann wiederum können wir ja auch schon anfangen, dort noch die restlichen Pokémon, ich würde mal sagen, so alles so auf Level 10, trainieren die mal. Ach nee, brauchen wir noch gar nicht. Wir müssen ja noch den Knopffensterturm noch mitmachen, stimmt. Sonst brauche ich ja gar nicht anfangen, hier bei Arenaleiter Falke mit reinzugehen. Gut, stimmt, da kommt ja quasi dann auch noch der Klofensterturm. Da kann ich dann quasi. Stimmt, da kann ich dort noch einen guten Pokémon noch mitfangen. Oder ich mach das quasi noch gleich unmittelbar nach dem Kampf hier. Dann hätte ich das nämlich auch noch mit so komplett. Passt natürlich sehr gut. Doch, ich denke mal, so mache ich das. Da kann ich natürlich erstmal Sili hier noch ein bisschen mit, ja, indirekt noch mit trainieren während dieses Kampfes. Und ich krieg sogar noch ein doppeltes Preisgeld. Läuft! Und dann bin ich natürlich ja schon mal hellauf mit begeistert. Und noch ein Baumbill, na klar.
So, ich denke mal, Yasini kriegt jetzt hier gleich noch ein Level ab. Das sieht natürlich schon mal sehr gut aus. Dann können wir das Eigentliche hier noch sehr gut mit abstempeln. Und kein Level ab. Weil ein Pixel fehlt. Ein Pixel, so ein Stück fehlt noch. Dein Ernst? Dein Ernst? So. Machen wir das einfach jetzt noch. Ich bin mal so frei und habe das einfach jetzt noch mit schön ergänzt. So. Wenn es quasi mit sein muss, dann spreche ich quasi noch so einige NPCs mit an. Sollten diese vielleicht irgendwelche speziellen Items mit haben, kann ja quasi mit sein, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber ich denke mal, ich mach's quasi jetzt noch hier mit rein, dass ich jetzt hier noch das Ruden-Pokémon im Kronfenster-Turm gleich mit aufgabel. Mal sehen, was denn dort so mit ist und dann mal sehen, vielleicht hier tausche ich auch schon mal ein Teammitglied gleich mal mit aus. Muss ich natürlich erstmal alles mitsehen. Sobald ich dann quasi Surfer habe, werde ich dann auch quasi hier mit surfen. Oder sogar auch tauchen, wenn ich das gerade mit sehe. Sehr nice. Aber ich gehe natürlich erstmal hier mit hinein. So. In den Knopffensterturm. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir sofort in dieser ersten Ebene ein Ruten-Pokémon schon mitfinden können. Also zumindest ist mir das nie in den Sinn gekommen, dass man da schon tatsächlich einen Ruten-Pokémon George schon mitfindet. Normalerweise ist das ja erst hier ab dieser Ebene schon mit aufgetreten. So, und kann bitte auch etwas anderes kommen, außer ein Radfratz? Ich habe keinen Bock auf ein Radfratz. Auf ein weiteres, versteht sich. So, letzter Versuch, was kommt? Nebulak! Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Gut, das zu trainieren wird natürlich dann auch so ein bisschen eigensinnig, aber jetzt muss ich natürlich mal gucken, wie schwäche ich denn jetzt einen Nebulak? Warte mal, welches Level ist das überhaupt? Level 4. Ich möchte es aber dennoch schwächen, wenn ich quasi irgendwie eine Möglichkeit habe. Mal gucken, habe ich hier. Das hat nichts. Leech Life wird natürlich 200 Millionenfach resistet. Poison Sting hat keine Wirkung. Komm, ich schicke Morgana rein. Es wird zwar 20 Millionenfach resistet, auch ohne Step. Aber ich möchte zumindest, dass Nebulak, was sogar ihr weiblich ist, noch etwas schwächen, damit ich es eben dann noch sicher fangen kann. Weil ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass ich irgendwie nicht so mit dem Glück behaftet bin, dass ich das hier straight beim ersten Versuch jetzt hätte fangen können, aber okay. So, sobald Morgana irgendwann wieder aufwacht, wie jetzt zum Beispiel, wollen wir mal sehen, wie viel KP werden hier abgezogen. Okay, gut, ich denke mal, das wird hier sonst eine etwas viel zu lange Phase schlechthin werden. Dann machen wir folgendes, Pokéball, Flieg und Sieg und dann schauen wir mal. So, ich muss natürlich mal sehen, wie nennt denn überhaupt ein Nebulak weiblich? Wie nenne ich denn überhaupt dieses Pokémon? Muss ich mir noch einen Namen einfallen lassen? Auf jeden Fall, ich muss es erstmal noch schwächen, ansonsten. Ja, gut, ich denke mal, ich speede das mal ultra hart. So. Und dann schauen wir natürlich mal rein. Wir schicken mal am besten Nocturne mit rein. Schade eigentlich, dass der Nocturne hier keine Insomnia hat, weil dann kann es ja wenigstens noch eingeschläfert werden. Aber hey, somit wird jetzt erstmal der Schlecker hier nicht so großartig davon betroffen. Und ich hatte es jetzt erstmal wenigstens so gute Runner geschwächt.
dass ich es wenigstens fangen kann, wollte ich zumindest sagen. Hallo? Wenn es sein muss, dann muss ich halt eben da meinen Timer beischmeißen. Und wenn es dann nicht mit drin bleibt, dann ist quasi dieses Routen-Pokémon dann, naja, Geschichte. Und somit dann auch diese Route. Oh, komm schon. So, ich habe natürlich auch gerade noch eine E-Mail noch mitbekommen. Finde ich natürlich sehr nice. Gut. Letzte Chance. 1, 2, 3. Drin. Danke. Meine Güte, aber auch, dass ich das wie einfach nicht fangen ließ. Na gut. Da war quasi dennoch den passenden Namen noch mitgeben. Mann. Und jetzt kann ich auch noch ein Nebulak auf. So, jetzt möchte ich aber mal jetzt schauen, was für Stats denn überhaupt das Nebulak, sprich Gasolina, denn überhaupt mit haben tut. Das möchte ich ja wenigstens noch mit sehen und auch euch natürlich auch immer zeigen. Also mal sehen, Lex Nature, Defensive Plus, speziell Defensive Minus, okay. Dein Ernst? 31er DV auf physischen Angriff und spezielle Griffe auf... Oh Gott, nein. Nicht euer Ernst. In Sachen Defensive und Spezialdefensive ist es ja auch mal katastrophal. Oh. Ich glaube, das werde ich definitiv nicht in mein Team nehmen. Das möchte ich nicht in mein Team haben. Nein. Nein. Einfach nur nein. Okay. Also, das Ganze wird natürlich jetzt so sein. Ich werde quasi hier Morgana und Nocturne hier quasi mit nach vorne schicken, damit dann in diesem Fall ja das Training in Knofenzerturm natürlich ja dann ja gut vorangeht, was natürlich dann zur nächsten Part mit zu sehen sein wird. Und dann sehe ich euch natürlich ja dann quasi ja dann zu diesem Zeitpunkt ja dann wieder. Bis dahin. Ciao.